Gibt keine Neuigkeit. Wir fangen mit dem Sitzen an, auf dass das nicht so, also dass ich nicht im Vordergrund bin, sondern dass eure Erfahrung im Sitzen im Vordergrund ist. Ich leite ein bisschen an, ist klar. Ich weiß, für YouTube, für die Verbreitung von den Videos nachher, wenn die geschnitten sind, ist das überhaupt nicht gut. Aber das ist der Weg. Eure Erfahrung ist das Wichtige. Und im Anschluss gibt es dann immer ein Thema, was sich auf die Meditationspraxis bezieht. Das macht keinen Sinn, wenn man wenigstens, also ohne diese 10 Minuten machen wir das, rumsitzen, einfach nur diesen Vortrag anhört, dann ist das quasi Belustigung, aber mir fehlt die Substanz. Nämlich meine eigene Erfahrung in diesen 10 Minuten wenigstens stillem Sitzen. Ich leite ein bisschen an, das ist klar. Aber heute auch besonders. Wir machen ein bisschen Körper, Reise, Body Scan. Wir fangen jetzt schon an. Und dann geht es auf das innere Wetter. Ja, schließt die Augen. Setzt euch so hin, wie ihr das gewohnt seid. Nur so. Auf einem Stuhl oder wenn ihr ständig auf der Erde sitzt, dann eben auf der Erde. Aber so, dass ihr frei atmen könnt und nicht zu stark nach vorne oder nach hinten zusammensinkt. Wirklich, dass ihr frei atmen könnt, das ist wichtig. Und dass es sich noch angenehm anfühlt. Also wenn ihr euch anlehnen müsst, dann lehnt euch an die Stuhllehne an oder unterstützt den unteren Rücken oder sowas. Und dann gehen wir mit der Aufmerksamkeit wirklich von den Fußsohlen, von den Zehen zur Fußsohle, der ganze Fuß, beide Füße, die Fußgelenke, Unterschenkel, Knie fühlen, ohne irgendeine Bewertung abzugeben, einfach nur fühlen jetzt, was ist da so los, Oberschenkel, ganze Gesäß, Hüftbereich, ganze Bauchraum und der untere Rücken bis zu dem Ansatz, dem stark belasteten Wirbel zum Brustkasten, ein ganzer Brustkasten, rundherum. Frei atmen. Zur Schulter-, Nackenbereich. Dann nochmal zu den Fingern gucken, beide Hände, den Fingern, den Händen insgesamt, den Handgelenken und den Unterarmen, den Ellenbogen, Oberarme, ja, sogar ein bisschen den Achselhöhlen, aber den ganzen Schulterbereich, um den ganzen Hals herum, den Schädelansatz, Hinterkopf, Schläfe bis zum Schädeldach und die Stirn, Augenbrauen, das ganze Gesicht, und auch den Unterkiefer und die Nase. Und dann ein bisschen länger die Aufmerksamkeit um die Augen herum. Mit oder ohne Lachfältchen. Lachfältchen wären entspannend. Zumindest in die Richtung. Wenn ihr
ihr so durch den ganzen Körper spüren könnt, alles gleichzeitig, also den ganzen Körper, wie er da so atmet. Und achtet auch darauf, was euer Geist so macht. Redet er vor sich hin? Sind irgendwelche Emotionen da? Also so ein Hin- und Herschwappen von Gefühlen? Ist der Weg freundlich, aufmerksam und gelassen mit dem zu sein, zu werden, was da ist, körperlich und geistig. Wenn ich Druck an irgendeiner Stelle habe, gehe ich damit weise und freundlich um. Wenn ich merke, ich muss irgendwie doch auf einem Stuhl mich anlehnen, dann tue ich das jetzt. Bis der Körper zufrieden ist und zur Ruhe kommt. Und wenn der Geist aufgewühlt ist zum Beispiel, nehme ich das auch wahr. Aber das wird unser Thema in 4 Minuten sein. Nehmt einfach jetzt für die nächsten 3, 4 Minuten wahr, was da ist, körperlich und geistig. Versucht euch davon nicht fangen zu lassen. Freundlich, aufmerksam und gelassen. Mit dem, was da ist. Hier und jetzt. Und ihr merkt, wenn ihr auf dem richtigen Wege seid, wenn Körper und Geist zur Ruhe gekommen sind, dann entsteht erstmal so ein inneres Lächeln, ein grundloses inneres Lächeln. Das ist schon enorm toll. Und das gilt es zu kultivieren. Klappt nicht immer, ist aber die Richtung.
dann nehmen wir uns zum Abschluss 3 Atemzüge Zeit, um uns zu fragen, wie war das eben, ohne eine eigene Antwort zu geben. Es ist mehr ohne Worte lernen. Am Anfang ist da nichts. Und man lernt da wirklich sehr viel. Wunderbar. So viel zur vertreibenden, einführenden Meditation. Ist halt einfach wichtig. Das ist das Thema, worum es geht. Wenn ihr noch dabei seid, wisst ihr auch warum. Weil die Erfahrung ist bei euch, ja, das, was ich jetzt sage, soll euren Weg unterstützen, aber ihn nicht ersetzen. Es ist kein Belustigungstalk, vielleicht auch. Ich hoffe, dass das auch noch ein bisschen Unterhaltungswert hat. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist eure eigene Erfahrung in diesem stillen Sitzen, weil darauf baut alles auf. Wir haben Hindernisse. Man denkt immer am Anfang, Meditation ist das mit dem ist nicht. Besonders nicht, wenn man so in Stille mit sich, auf sich zurückgeworfen verweilt. Da kommen lauter merkwürdige Sachen hoch, mit denen man sich beschäftigen muss. Oder eben sagt, ich kann nicht meditieren. Lass mal das sein. Müdigkeit haben wir schon gehabt als Hindernis. Wir haben eigentlich den plappernden Geist, glaube ich, auch schon gehabt. Dagegen gibt es natürlich Gegenmittel. So hatte ich mich auch vorbereitet vorgestern, bis ich selber nochmal überlegt habe, so einfach ist das nicht. Ich kann nicht, wenn ich wirklich Probleme habe, die Auslöser sind für den plappernden Geist, dann einfach die übergehen. Wenn ich in der Realität Rechnung zu begleichen habe oder irgendwas, was mich wirklich existenziell berührt, von Klimawandel bis zu dem Tod von einem nahen Verwandten und alles, was damit zusammenhängt. Also irgendwas, was mich wirklich mitnimmt, auch geistig. Dann sind die Wellen, die der Geist schlägt, einfach so groß, dass ich die nicht einfach weglächeln kann. Kann man mit der Zeit, aber mit Weisheit. Und das ist auch der Weg. Also man weiß, er ist aufgewühlt, der Geist. Und es wäre schön, wenn ihr von selber, wir benutzen da keine Unterdrückungsmethoden oder sowas, wenn er von selber jetzt zur Ruhe kommen würde, dann würde es mir besser gehen. So viel ist auch in so einem Moment klar. Und das Einzige, was man machen kann, wenn er wirklich so turbulent ist, ist in der Realität damit umzugehen, sinnvoll, ist logisch. Und um jetzt, wenn man seinen Termin hat mit seiner eigenen Praxis im Sitzen und dann sitzt und diese Gedanken hochkommt, also die Gedanken, die einen fesseln und die eben diese Turbulenzen erzeugen, dass man sagt, okay, ich weiß, wie ich damit umgehen werde. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich gemacht. Nach der Sitzung kann ich weise damit umgehen, weil ich habe mich ja jetzt kurz erholt auch. Also man vertagt das nicht, sondern sagt einfach, in diesem Moment sitze ich hier und erhole mich, erhole meinen Geist. Also das ist der Weg, um wirklich zu sagen, ich unterdrücke das nicht, aber in diesem Moment, bis hierher habe ich alles getan, was ich machen konnte, und danach werde ich weiterhin tun, was sinnvoll ist, um mit diesem Problem umzugehen. Also ich habe das selten gesehen, aber die meisten Probleme des Geistes sind sowas. Es ist wie ein verängstigtes Kind, was halt aufgeregt ist, wenn irgendwas ist.
Und das ist auch das, was der Buddha geschrieben hat. Ich kann das halt so auf neumodisch rezitieren. Der Mönch in dem Fall war das, also der Meditierende oder die Meditierende erkennt, ich habe jetzt einen unruhigen Geist, oder ich erkenne, ich habe keinen unruhigen Geist. Dann erkenne ich, was die Auslöser sind für den unruhigen Geist. Und dann fällt mir auch ein, was der Weg ist, um ihn zur Ruhe zu bringen oder kommen zu lassen. Das ist der richtige Ausdruck, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Und daraufhin lerne ich sogar über die Meditation hinaus den Weg, dass er in Zukunft nicht mehr so leicht aufgewühlt wird. Das ist alles in sich logisch, kein Huhuhu, sondern in sich schlüssig, unabhängig davon, ob das der Buddha oder wer auch immer gesagt hat. Ich denke, das ist plausibel und man kann das nachvollziehen. Und probiert das dann aus. Ihr werdet mit diesem Erkennen, mit diesem, wie geht es mir jetzt? Was ist da los? Ich nannte das inneres Wetter, ich nenne das auch noch so. Was ist da so los, geistig und körperlich? Was ist der, was die Ursache? Das ist RAIN-Prinzip. Ne? Und dann zulassen, untersuchen und den Weg zur Besserung einüben. Das ist es. Das ist der Talk für heute. Ihr merkt vielleicht, dass es eher unterstützend für das, was ihr selber erlebt und nicht irgendein hübsch anzuhören und dann kritisiere ich an dem, was der da erzählt, sondern es soll euch unterstützen in eurem Weg und vielleicht ein bisschen unterhaltsam sein. Okay.